Hinten links, also wenn du rauskommst, hinten links im Freistundenhof, direkt am Wasserkram, ein Stechapfelbusch. Voll gut. Kann turn komplett, der ganze Busch. Die Blätter, die Äste, die Früchte, du kannst alles davon aufkochen und den Sud trinken. Keiner hat einen Plan von uns, wie heftig das turnen kann und wie man das dosiert und so. Egal, wir wissen nur, Stechapfel knallt richtig. Okay, wir sammeln Stechapfel, ein, jeder so die Taschen voll. Hoch auf die Gruppe, großen Topf, zack, alles rein, was wir haben, klein geschnitten, gehäckselt, die Früchte aufgemacht und so ein bisschen klein gemacht, halt den ganzen Scheiß. Wasser drauf, ein paar Liter und gib ihm köcheln, 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 köcheln. Irgendwann voll den Sud, stinkt voll ekelhaft und so. Dann irgendwann den ganzen Scheiß da wieder rausgeholt, also abgefiltert, ne? Keine Schwebeteilchen und dann mit Zucker. Zucker, Zucker, ich weiß nicht, 4, 5 Kilo Zucker da rein und dann jeder eine Glasflasche, 0,75, eine leere Wasserflasche mit dem Trichter. Schön, jeder sich die Glasflasche voll gemacht. Dann haben wir das abkühlen lassen, nächsten Tag mit rausgenommen in der Freistunde. Nur Sherry nicht. Sherry macht sowas. Bist du doof oder was? Das trinke ich nicht. Erstens stinkt das wie Pferdepisse und zweitens, Alter, will ich die Realität nicht aus dem Auge verlieren. So, ne? Aber ja, wir in die Freistunde gegangen. Jeder seine Pulle dabei. Schöner Sonnenschein auch. Und getrunken. Die Freistunde ist zu Ende, wir gehen rein. Und alle schon so, bah, das hat so ekelhaft geschmeckt und keiner hat noch nichts gemerkt. Also, das dauert auch ein bisschen, ne? Und ich gehe hoch auf die Gruppe und denke mir irgendwie, boah, ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Setze mich in den Tagesraum vorm Fernseher und dann kommt plötzlich der Tunnel. Die Schwärze von links und von rechts und irgendwann habe ich nur noch das Bild von dem Fernseher. Ich denke, okay, stehe auf so. Ich glaube, ich gehe jetzt in meine Zelle, habe ich mir gedacht, und leg mich mal aufs Bett so. Und das war Freitagnachmittag, Montagmorgen. Meine Zelle geht auf. Ich dachte, es ist immer noch Freitag. Meine Zelle geht auf zur Arbeit. Ich gucke ihn an, Bremer. Ich sage, Bremer, es ist Wochenende, voll weich im Kopf. So, ich komme gerade erst zurecht wieder. Original, ich habe vom Freitagnachmittag bis Sonntag, bis Montagmorgen so auf meinem Bett gesessen und habe es gar nicht mehr gerafft, Junge. Ganze Wochenende, voll dicht. Und der Rest der Gruppe, außer Sherry, alle weggeschlossen. Junge, die haben angefangen, die Gummidichtung immer rauszuziehen in ihre Filmen. Also die haben Sachen gemacht, tausendmal auf die Ampel gegangen, die Beamten voll gelabert. Der eine in seinem Wahn hat wohl Schiss gehabt, dass das nicht mehr aufhört, ne? Hier, Ralle. Der war ja dann später auf der Gruppe, ne? Der hat wohl Schiss gehabt und dann kamen die hoch. Und dann denken die, Alter, was ist mit euch los, Junge? Keiner von denen rafft mehr. Weißt du, Sherry sitzt nur da und guckt sich die Videofilme an, ne? Weißt du, Freitagnachmittag oder so, oder Fernsehen, irgendwas hat er geguckt dann, ne? Und ja, keine Ahnung, was sie haben. Versucht mit mir uns zu reden, geht nicht. Ich habe auch gar nicht mehr reagiert. Bei mir sind es einfach, ich saß auf dem Bett und dann ist schwarz geworden. Der Rest vom Bild ist auch noch weggegangen. Und so habe ich das ganze Wochenende da gesessen. Nicht auf Toilette, nichts getrunken, nichts gegessen, nur da gesessen und einfach abgeschaltet, war zu wohl ein bisschen viel für meinen Kopf. Das ging überhaupt nicht klar. Ist einfach das Bild weggegangen. Und dann habe ich da, wie gesagt, 2,5, 3 Tage fast gesessen. Ne? Ich denke, es ist immer noch Freitag. Ich denke, oh, was redest du? Arbeit? Was Arbeit? Ich glaube, ich habe in der Beamtenkantine gearbeitet. Schon, ja. Ich glaube, das war der letzte Sommer, war das, wo ich da war. Das war der Knaller. Das ist dann später auch rausgekommen. Ich glaube, die haben den Busch auch entfernt. Die wussten dann irgendwann, was sie da im Garten stehen haben, dass es nicht gut ist für die Jungs. Und irgendeiner kommt bestimmt drauf. Wieder auch in den nächsten Jahren kommt bestimmt wieder einer, der ist kein Stech. Oh, das ist schon Stechapfel. Komm, das. Die ganze Gruppe eingeschlossen und keiner hat es gerafft. Alle waren froh hinterher, als das aufgehört hat. Das war echt ein bisschen viel. Wir hätten uns mit 5 Mann oder 6 Mann eine Flasche teilen müssen, weißt du? Das wäre okay gewesen. Dann hätten wir vielleicht Spaß gehabt. So. Und so hat sich hier ganz 0,75 weggezogen. Junge hat zuerst gedacht, passiert gar nichts. Und dann plötzlich ging das Licht aus. Zum Teil schon, aber die raffen es nicht mehr. Man sieht, dass die haben was genommen. Jetzt frag mal, was? So. Der Einzige, der sagen könnte, Sherry, der tut halt, wenn du von nichts weißt, ist ihm auch scheißegal. Ich weiß, Mann, die haben nur ein bisschen Tee von so einem Busch getrunken. So schlimm kann das nicht sein, hat er sich wahrscheinlich gedacht. So, das brauche ich nicht sagen, die gehen schon nicht drauf. Oder so, weißt du, das überleben die alle. Es war ein scheiß Turn, aber da muss ich mir keine Sorgen machen. Also brauche ich dem Beamten auch nicht sagen, was die genommen haben.
So. Und ich habe bestimmt auch irgendwie so ein bisschen reagiert, so in meinem Halbwahn, so habe den wahrscheinlich immer nur so angeguckt, ne, kein Hunger oder so. Wenn er mich mal gelabert hat, ne, lass mal, mach mal wieder zu oder so. Ich habe wahrscheinlich unterbewusst schon mit ihm kommuniziert, so, aber ich habe nichts mehr mitgekriegt. So. Er fragte mich auch so, du warst genauso komisch wie die anderen, nur du bist hier die ganze Zeit gesessen, die anderen, die haben die ganze Gruppe zerpflückt, sagt er. Die mussten mir einschweren. Du hast nur auf deinem Bett gesessen. So. Ja, das, also die haben das, zu der Zeit haben die Beamten das auch noch nicht so gerafft. Und von wegen, oh, was haben die für Drogen genommen und so. Ja, Krankenhaus oder keine Ahnung. Mann, selber schuld. Mach die Tür zu, cool, nervt ja gerade nicht oder so. Und die anderen halt auch in irgendeine Zelle eingeschlossen. Zum Teil, also zwei oder drei Mann waren auch auf andere Gruppen, die nicht so heftig belegt waren, eingeschlossen. Einfach nur, um erstmal Ruhe in den Karton zu bringen. So, ne? Erstmal aufteilen das Ganze, wegschließen und erstmal abwarten, was da passiert. So, ja, und ja, wir waren ja alle irgendwie, die anderen auf jeden Fall richtig aktiv, ne? So körperlich. Die sahen ja nicht aus, als wenn es denen jetzt großartig schlecht gehen würde. Die haben es nur nicht mehr gerafft halt, ne? So. Wussten nicht mehr so genau, wo sie jetzt gerade sind und warum das alles so. Und wusste keiner mehr so genau. Naja, das war meine erste und einzige Stecherfüll-Erfahrung. Kommt mir auch nicht wieder ins Haus, so ein Scheiß. Ehrlich nicht. Fand ich nicht so cool.